get a drum as a toy for Christmas. Hast du den Kanal schon abonniert? Wenn nicht, bitte abonniere meinen Kanal. Danke. Jetzt hat's geschossen, jetzt hat's gestaubt. Ganz so schlimm war das Experiment natürlich nicht, aber danke der Nachfrage, ich habe überlebt. Surprise, motherfucker. Erdschluss, Kurzschluss, Selektivität, RCD also, FI-Schalter, und das soll sein, Dreieinschaltung von zwei FI-Schaltern. Wir haben ständig gefragt, ob das einen Sinn macht. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach, ganz viele haben mindestens ein RCD in irgendeiner Verteilung durchs Haus und so weiter drin. Von da weg geht dann eine Kraftleitung in die Garage oder in den Keller. Und da möchten die Leute dann eine Werkstatt oder irgendwas einbauen und einen zweiten FI einbauen. Kann man das jetzt einfach so ohne weiteres machen? Funktioniert das? Wie haut das hin? Ich meine, der Hintergrund ist ja schließlich der, die Leute möchten nicht ihren ersten FI dann irgendwie umbauen, ausbauen, die Leitung irgendwie umklemmen, sondern möchten an die fünfadrige Leitung, die im Keller oder in der Garage ist, die Kraftsteckdosen wegbauen, eine Unterverteilung hin und da wieder eine neue FI-Schalter rein. Jetzt kommen dann gleich wieder meine geliebten Besserwisser und sagen, ja, selbstverständlich funktioniert das, muss man einen selektiven FI einbauen. Aber stimmt das? Geht das? Ist das wirklich so einfach? Was bedeutet selektiv? Wir haben hier zwei FI-Schalter, bei dem einen Haus, der andere Garage oder Werkstatt oder was auch immer. Wenn ich jetzt heute, die haben jetzt in Reihe geschaltet, wenn ich nach diesem FI-Garage irgendeinen Fehler fabriziere, muss sichergestellt werden, dass dieser FI als erstes auslöst. Immer der Fehlerquelle am nächsten Schutzorgan muss als erstes auslösen. Also das heißt jetzt nichts, wenn ich in der Werkstatt bin und baue irgendeinen zarten Kurzschluss und es wirft gar nichts, nur Panzersicherung fliegt. Das ist nicht selektiv. Wer sich mit dem Thema Selektivität vom FI-Schalter genauer befassen möchte, den verlinke ich unten einmal eine kostenlose Seite, die ist von der Firma ABB. Da haben sie das genau erklärt, wie das Zusammenspiel dieser beiden FI-Schalter sein muss. Grob gesagt, grob erklärt, ist aber so, dass man den ersten FI im Haus, das war dann der im Haus, in diesem Beispiel, müsste der sogenannte selektiver FI sein, also FI mit Typ S. Selektiv, das ist erstens einmal ein bisschen zeitverzögert. Und dann geht es jetzt um die Auslösefehlerströme. Da müsste der Nachgeschaltete um den V, beziehungsweise der Vorgeschaltete, der erste FI in der Anlage muss um den Faktor 3 einen höheren Fehlerstrom haben, ist wie der zweite. Das heißt, wenn der erste FI im Haus ist, 30 mA FI ist, machen wir es umgekehrt. Der zweite FI, der in der Garage drin ist, muss ja auch die Bedingungen der VDE erfüllen. Das heißt, da braucht man einen FI mit einem Fehlerstrom von 30 mA. Damit jetzt das selektiv zum ersten wird, müsste der erste FI 100 mA sein. Aber der 100 mA, der schützt ja höchstwahrscheinlich die ganzen Betriebsmittel, beziehungsweise nicht die Betriebsmittel, der ist ja für die komplette Wohnanlage, für Personen- und Brandschutz in der Personenanlage drin. Das heißt, der darf ja laut Vorschrift auch wieder nicht so groß sein, da gehört auch wieder 30 Millionen. Also wo es dann bleibt irgendwie die Alternative, man setzt einen selektiven FI und macht dann unten zwei Stränge, einmal mit einem 30 mA FI für das Wohnhaus und einmal mit einem 30 mA FI für die Garage. Ich weiß nicht, ob da der Aufwand, ob sie das irgendwie rechnet. Es gibt sicherlich irgendwelche aus brandschutztechnischen Gründen irgendwelche Systeme, Phasenabgreifsysteme, keine Ahnung, irgendwie sowas, wo das Sinn ergibt. Aber in der normalen Wohnhausinstallation, Leute, glaube ich, findet das keine Anwendung. Im Genauen heißt der Text, die kürzeste Nicht-Auslösezeit vom vorgeschalteten FI muss höher sein als die höchst zulässige Auslösezeit des nachgeschalteten FI. Der Bemessungsfehlerstrom des vorgeschalteten FIs muss dreimal so groß sein wie der Bemessungsfehlerstrom des nachgeschalteten, denn in der Garage oder in der Werkstatt. Also da muss man schon aufpassen. Grundsätzlich, die sind jetzt beides 30 mA. Das heißt, die Geschichte ist nicht selektiv. Die Funktion, die Sicherheit, kann ich aber trotzdem, wenn nach dem zweiten FI irgendwas passiert, löst, wird ausgelöst. Das Problem ist, wir können nicht sagen, welcher auslöst. Und für das habe ich ein Experiment vorbereitet. Und weil es immer wieder gefragt wird, darf ich
benutze ich das Banning IT130. Hat auch so wunderschöne Schlaufen, dass ich die Hände frei habe. Und selbstverständlich gibt es auch bei diesem Gerät die anderen Adapter, den Commander, um erstens von der Hand verschiedene Funktionen abrufen zu können und um die Einhandbedienung einfach zu erleichtern. Aber natürlich auch die ganz herkömmlichen Sticker und Klemmen. Selbstverständlich kann man die Erdungsmessung damit machen. Und selbstverständlich gibt es als Zubehör ein langer Draht, dass man im Haus die Niederummessung, Schutzleiterprüfung machen kann. Selbstverständlich hat das einen Speicher, ein Datenkabel zum PC, wo man es speichern kann, direkt in Protokolle einsetzen und so weiter. Hat das auch alles. Ich verlinke das Gerät unten einmal, weil mich immer wieder viel fragt, mit was dass ich die Installationsprüfungen mache. Da verlinke ich das Gerät, dann könnt ihr es einfach einmal anschauen. Und weil wir gerade dabei sind, in einem von meinen letzten Videos habe ich diese Zange gezeigt. Die kann da herunten krümpen, Seitenschneiderfunktion, Abisolierfunktion, vor allem kann man die Drähte nehmen, die ist von Knipex. Das ist eine sogenannte Verdrahtungszange. Die gibt es auch größer. Ich habe es absichtlich in der kleinen Bauform, weil ich die gern irgendwo in einem Taschel herum drin habe. Wenn jetzt ich halt irgendwo am Schaltschrank bau bin, man tut ja nicht immer nur große Querschnitte machen. Aber wenn man halt Fehlersuche macht und so weiter, ist so eine kleine, also für mich, um Gottes Willen, für mich ist die perfekt. Wenn ich halt da stehe, ich brauche nicht dabei mit 5 Zangen umeinander hantieren, weil das immer sehr lang dauert. Und die funktioniert einwandfrei. Ich habe bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass die gibt. Verdrahtungszange von Knipex, eine hervorragende Zange. Ich weiß nicht mehr, wenn ich den Kommentar von Blende nein, ich weiß nicht mehr, wer da gefragt hat. Mehrere haben da auf alle Fälle gefragt. Aber jetzt schauen wir uns die Geschichte an. Wir haben zwei RCD in Reihe. Sieht man einfach nur in Reihe. Da abgegriffen vom zweiten EFI habe ich den Neutralleiter abgegriffen. Schutzleiter haben wir da. Auf Phasen auf einen Sicherungsautomaten, also ganz normaler B16. Und da hängt diese Steckdose dran. Das habe ich nur gemacht, damit ich das Prüfkabel vernünftig da einstecken kann. Jetzt stelle ich das Messgerät ab, stelle es auf RCD-Prüfung, die Kamera da drauf, und dann seht ihr das. Ich halte jetzt das Gerät da her, dass die Einstellungen seht. Da sieht man, wie der Fehlerstrom ganz langsam hochgefahren wird und wann das auslöst. Und dann schauen wir, welcher FI, das werden wir ein paar Mal hintereinander machen, damit wir sehen, ob er der gleiche auslöst oder wie das ausschaut. mA, der heruntere hat ausgelöst. Jetzt hat der Ober ausgelöst. Wichtig, das Wichtige an der Geschichte ist, auslösen tut immer irgendwas. Das heißt, die Sicherheit ist auch so 100% gegeben. Aber jetzt haben wir halt das Problem, warum macht man das? Warum macht man in der Kraftsteckdose, warum will man das machen? Ja, genau aus dem Grund. Weil man dann nicht wieder aufgelassen möchte und möchte um irgendwie. Vor allem fällt dann um so viel aus, keine Ahnung, was man schon trocken, auf Fernseher, Computer, möchte natürlich keiner. Grundsätzlich zu der ganzen Thematik. An elektrischen Anlagen, das ist gefährlich. Das ist einfach so, das muss an jedem Glas sein, das ist gefährlich. Da darf nur geschultes Fachpersonal arbeiten und selbst die müssen sich an die 5 Sicherheitsregeln halten. Wenn ihr sowas braucht, sucht euch einen Elektriker. Es gibt da schon Mittel und Wege. Man kann unter Umständen, wenn der Querschnitt dieser Leitung passt, die Leitung ohne FI, nur absichern, vorsichern praktisch ohne FI und in der Werkstatt dann trotzdem ein FI bauen, dann ist man da schon mal safe mit dem FI. Das nächste, was ich meine, wenn man das jetzt machen kann, angenommen, das würde so einfach funktionieren und man hätte dann in der Werkstatt einen zweiten FI und ist da dann nur den in der Werkstatt schmeißen. Das ist jetzt nur der FI.
Das ist der Erdschluss, Körperschluss, die Sicherheitsmaßnahme. Was ist jetzt bei einem Kurzschluss? Wenn das Ganze, ich sage jetzt einmal zum Beispiel eine 16 Ampere-Sicherung, einen kompletten, vollkommenen, zarten Kurzschluss hat, darf das so, das sind bei 16 Ampere 80 Ampere, würden 80 Ampere Kurzschlussstrom da drüber fließen. Bei 80 Ampere ist nicht gegeben, dass die 16er fliegt. Bei 80 Ampere, habe ich schon tausendmal erlebt, wenn Leute einen kompletten Kurzschluss gehabt haben, sind gar keine Sicherungen geflogen, hat es einen SLS-Schalter rausgeworfen oder vielleicht sogar ist der SLS-Schalter gar nicht gegangen, sondern Panzersicherung vorher, die mit 50 oder 63 Ampere drin war. Das nutzt dann wieder gar nichts. Und um da selektiv zu werden, müsste man die letzte Sicherung, die was das in der Werkstatt drin hat, irgendwo wahrscheinlich nicht einmal 13 Ampere, sondern 10 Ampere, ja, da könnt ihr keine Geräte nicht mehr betreiben damit. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, es ist einfach so, wenn ich heute mir einen Lastwagen kaufe, den kriege ich in die normale Pkw-Garage nicht rein. Da kann ich drehen und wenden und tricksen und machen, wie ich mag. Das funktioniert nicht. Und genau so ist es da. Wenn man heute die Möglichkeiten nicht hat, dann muss ein Elektriker herkommen, muss eine Leitung legen, irgendeine Möglichkeit gibt es immer. Dann kann man es mit einem Kanal irgendwo verstecken, dass das unter Umständen ein Geld kostet. Brauchen wir gar nicht reden, das ist halt einfach einmal so. Aber man kann nicht mit nichts alles haben. Das funktioniert halt nicht. Das funktioniert ja nirgends. Hey, du kannst ohne Mehl kannst kein Semmel nicht bohren und ohne dass du ein Ohr aufschluckst, kannst du keinen Pfannkuchen nicht machen. Das ist halt einfach so. Hey, da kann man nicht sagen, ja, ich bin Elektriker und da hat vielleicht der Berufsmut irgendeine Idee. Ja, freilich, hat er 100.000 Ideen. Aber das darf halt nicht sein, das funktioniert halt nicht. Es geht im Endeffekt um Enkel, Leib und Leben. Das ist ein Schmarrn, das ist ein Schwachsinn. Ich bin wirklich kein Paragrafenreiter. Aber bei bestimmten Dingen geht es um Leib und Leben. Und da muss man schon ganz klar sein, nein, das geht einfach nicht, das muss man bewusst sein. Ich hoffe, ich habe das Spiel jetzt ein bisschen erklären können. Auch das Spiel mit, wenn ich eine 16 Ampere-Sicherung drin habe und ein kompletter Kurzschluss, also die sehe nach der Sicherung einen Draht nehmen und halte ihn auf den Neutralleiter. Dann mal in einem Feld, da fließen 16 Ampere. Nein, das stimmt gar nicht. Da fließen bis zu 80 Ampere. Und bei 80 Ampere, weiß der Geier, was da für Sicherung auslöst. Also, denkt an eure Gesundheit, die Gesundheit eurer Mitmenschen, die in irgendeiner Anlage drin arbeiten. Denkt dran, das ist gefährlich. Lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Für euch. Servus.